Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister im Islam. Darf ich eine Beziehung haben? Allah subhanahu wa ta'ala sagt sinngemäß in der Sure 17, Vers 32: Und nährt euch nicht der Unzucht. Gewiss, sie ist etwas Abscheuliches und wie böse ist der Weg. Damit ist klar, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht nur die Unzucht, die Zina, den Geschlechtsverkehr vor der Ehe an sich verboten hat, sondern jeden Schritt dahin. Das heißt auch, dass ich eine Beziehung habe. Und Alhamdulillah, dass es so ist. Und ich frage dich, wenn Allah subhanahu wa ta'ala vorbestimmt hat, lieber Bruder, dass du die Schwester bekommst, dann wirst du sie sowieso bekommen. Deswegen mach es doch halal. Schwester, derjenige, der sagt, dass er dich liebt und dich heiraten möchte, der wäre auch bereit, sofort mit deinem Vater zu reden, inshallah. Lasst uns doch ehrlich sein. Wir alle wissen, dass diese Beziehungen rein gar nichts bringen, außer Kopfschmerzen. Deswegen sollten wir versuchen, inshallah, und wir müssen auf jeden Fall, inshallah, diese Sache halal angehen. Aber natürlich müssen wir auch unser ganzes Leben halal leben, auch wenn es mal hier und da etwas schwer ist. Eine Frage: Was bringt dir eine Ehe, die auf Haram basiert und die dann höchstwahrscheinlich nicht gesegnet ist und du dann die ganze Zeit in einer Ehe lebst, wo es nur Streitereien gibt, Kopfschmerzen hier, Kopfschmerzen da? Was bringt dir so eine Ehe? Wir möchten doch nicht 2 Monate lang heiraten. A'udhu billah. Wer heiraten möchte, der möchte doch sicherlich sein ganzes Leben mit seinem Partner verbringen. Deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala uns eine rechtschaffene und tugendhafte Ehe schenken. Amin. Und assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.